Und damit, Leute, willkommen zu einem weiteren AU-Kampf hier auf dem Kanal. Dasselbe Team wie letztes Mal. Wenn ihr den letzten Kampf nicht gesehen habt, dann Link in der Beschreibung. Vielleicht auch hier, wenn ich dran denke. Ich denke hier nicht dran. Ich denke wahrscheinlich nicht mal dran, in die Beschreibung zu tun. Aber es ist dasselbe Team wie letztes Mal, deswegen werde ich da nicht wieder drüber gehen. Spoiler für den letzten Kampf. In 3, 2, 1. Dieses Mal vergessen wir nicht, dass Megafanotor schneller ist als Rotom. Ah, ich kann jetzt schon die Kommentare schmecken. Datenübertragung wird ausgeführt, okay? Ah. So, was haben wir dann da auf seiner Seite? Wir haben Scrafty. Ritterkäfer. Coverlance oder so? Chaverlance? Irgendwie so ein Name, hat das keine Ahnung. Fuck, das Tentakel, wie heißt das noch? Ich will die ganze Zeit Tentara schreiben. Mir fallen gerade die Namen von den Pokémon nicht ein, das ist ja unglaublich. Koffergriegis. Und Kamerupt. Kamerupt. Tangolos. Tangolos hieß es doch. So, gegen das Team. Ich starte wieder mit Peaches. Denn. Oder? Ich habe schon fast mehr Lust mit Romanov zu starten. Wow, Webcam. Was auch immer das gerade war. Bitte mach das nicht nochmal. Das sah sehr gruselig aus dem Augenwinkel. Viel Glück an dich, Jan. Viel Glück. Jan will mit dir kämpfen. Jan schickt Spaghetti in den Kampf. Leider wäre Spaghetti Schlafpuder. Ich überlege gerade echt einfach Schwertanz Gifthieb zu gehen. Aber ich respektiere Schlafpuder dann doch im. Nee, Moment. Trage ich nicht die Dingensbeere? Die Prunusbeere. Ey, Boys. Ey. Turn 1, Schwertanz. Mann, cool, ich habe mich daran erinnert, was für ein Item ich trage. First Turn, Schwertanz und dann Abschlag und Gift Heap Sweepen. Oh, er bleibt drin, ne? Er geht selber auf Abschlag, okay. Ja, gut. Ist ein bisschen schade, aber ich kann damit leben. Gehe ich einfach auf den Gift-Heap? Ich meine, er hat ein Pokémon, das da immun gegen ist. Boah, Eichel plus 2, das. Ich weiß. Ich werde nicht Damage kalken. Aber wenn ich gerade die Chance habe, tatsächlich einfach mein komplettes Team durchzusweepen. Drapion, are you Swordstance? Gegen Tang. Das heißt nicht Tangolas auf Englisch. Tangrowth. Mit einem Angriff von plus 2. Ich glaube dann nicht mal. Ich glaube, das reicht nicht mal aus, um den zu one-shotten. Okay, aber er wechselt aus. Und schickt. Ah, Artem, das ist bestimmt nicht Koffergriegis. Wie der aus Yu-Gi-Oh! Ich drücke den Namen von die Pharao. Ja gut, Mumie wäre zu Superschütze, damit kann ich leben. Aber wir haben Abschlag. Und er basiert auf dem Schaden von Gift-Heap. Könnte es sein, dass er den Abschlag überlebt? Aber er wird zumindest eine Menge Schaden davon nehmen. Und ich hoffe einfach mal, dass er uns nicht outspeedet. Es wäre traurig. Es wäre sehr traurig, wenn er uns outspeeden würde. Er überlebt es nicht. Rieb. Das ist schon mal gut. Das verschafft uns einen ziemlich großen Vorteil. Und ihm ein Free Switch, muss man dazu sagen. Er hat jetzt die Möglichkeit, einfach free was reinzuswitchen. So wie das Ding und. Was habe ich noch im Team?
Ich habe Angst vor Erdkräfte oder einem Siedewasser-Burn. Aber andererseits brauche ich Pia und Ragi nicht mehr. Ich brauche Pia und Ragi nicht unbedingt für was Spezielles in seinem Team, deswegen... Er geht hier auf Siedewasser. Bitte bekomm nicht den Burn. Natürlich bekommt er den Burn, warum auch nicht. Egal, ein weiterer Abschlag. Nimmt ihn raus. Gott, damit hätte so ein netter Sweep werden können. Ich hoffe fast, er wechselt jetzt in Kamerupt. Denn wir haben den Nassschweif. Und selbst ohne plus 2, also einfach mit neutralem Damage, sollte Nassschweif eine Menge Schaden an dem Ding machen. Er scheint gerade zu überlegen, ob er es opfert oder ob er vielleicht später nochmal versucht, auf Recover zu gehen oder so. Na, was machst du? Bitte mach was, ich habe Angst, dass die Verbindung gerade abbricht. Ich hoffe, das mit den Aufnahmen alles klappt. Wenn nicht, habe ich nämlich ein Problem. Okay, er bleibt drinnen. Opfert sein Sanic. Und ja, wir nehmen Schaden durch die Verbrennung. Das ist dann so. Wah, wah. Und er schickt Pompeii rein. So, und ich weiß, dass Pompeii scheiße langsam ist. Und solange der Nassschweif connected, wir werden ihn damit vermutlich nicht killen. Aber wir werden so viel Schaden machen, dass Rasaf ihn auf jeden Fall rausnehmen kann dann. Und der Nassschweif connected, das ist nice. Aber das Ding ist nicht bulky genug. Okay. Never mind. Ich meine, es ist vierfach schwach, aber ich dachte, das Ding hat einen ziemlich guten Bulk. Ich wusste, Pia und Ragi ist eine gute Idee. Ich wusste, Pia und Ragi würde sich lohnen. Wir stehen einfach gerade 6-3. Seine logischste Option wäre Scrafty. Er hat noch Scrafty, den Ritterkäfer, dessen Namen ich vergessen habe. Und Tangolos. Er schickt Deathpunk das Ding jetzt rein. Ja, reduziert unseren Angriff, aber... Moment, wenn er Moxie ist... Naja, Abschlag, komm, was soll's. Das, wenn er jetzt einen Boost bekommt... Gut, killt uns mit dem Mogelhieb. Killt uns nicht mit dem Mogelhieb. Und er bekommt die Mumie. Ah, okay, er hat Bedrohung. Hat er Bedrohung? Ich habe nicht hingeguckt, als er das reingeschickt hat. Gut, ist kein. Das Ding kann doch Moxie, ne? Hat es nicht Moxie, Shedskin und. Und Bedroher dann als Fähigkeit? Aber wir werden hier einfach. Peaches reinschicken? Ja, doch, wir schicken Peaches rein. Und. Wir könnten Switch predikten und auf Eishieb gehen. Oder wir gehen einfach auf die Kehrtwende. Nahkampf ginge auch, wenn wir sicher sind, dass er drinnen bleibt. Aber das bin ich nicht. Deswegen gehe ich auf die Kehrtwende. Und die sollte ihm auch gut Schaden machen. Wenn er auswechselt, kriegen wir die Switch Initiative. Genau, das war die Idee dahinter. Schickt den schickt Spaghetti rein. So, und was machen wir jetzt gegen Spaghetti? Wir könnten den Poltergeist gehen und ihn tricken. Dann hätte er das Wahlglas. Oder wir gehen in Jared. Hoffen, dass er auf den Abschlag geht.
Und benutzen Klauenwärter, um uns zu boosten. Bitte geh nicht auf Schlafpuder. Und wenn du schon auf Schlafpuder gehst, dann treff bitte nicht. Er wechselt aus. Und schickt Don Krieg rein. So, jetzt muss ich einmal überlegen, welcher Angriff am meisten Sinn machen würde. Ich glaube, das heißt Cavalanzas auf Deutsch. Cavalanzas. Ist das Ding nicht Cavalanzas auf Deutsch? Offensichtlich nicht. Ah doch, aber mit CA, nicht mit CHA. Meine Idee ist nur gerade, welche Typenschwächen das Ding hat. Es ist resistent gegen Käferstar. Okay, dann macht nur Steinkante Sinn. Und natürlich geht die Attacke daneben. Natürlich geht das daneben. Das ist das Problem, wenn man. Erstmal hat das Ding sowieso keinen hohen Genauigkeitswert, die Attacke. Und dann kommt noch die Fähigkeit dazu, Übereifer. Was das ja auch nochmal reduziert. Und natürlich geht das nochmal daneben. Trotz Klauenwetzer geht das nochmal daneben. Gut, schicken wir Elisabeth rein. Es wird zwar kein Angriff von dem Ding überleben, aber es ist schneller. Und kann es mit dem Flammenwurf rausfausten oder killen. Trotzdem macht mich der Mist gerade mad. Weißt du, das Pokémon, das im letzten Game eigentlich ganz gute Arbeit gemacht hat? Bitte mach. Okay, das ist ein Two-Hit. Aber ich fürchte, das Ding outspeedet uns. Aber selbst dann, das killt uns nicht mit einem Hit. Oh, er ruft zurück, okay. Ach ja, Regenerator als Fähigkeit, macht Sinn. Schick Death Punk rein. Hätte ich das predicted, hätte ich vielleicht Razaf reinschicken können. Leider kein Burn. Ja, aber dann schicken wir da gegen Adam rein. Ich weiß nicht, was er versuchen will. Aber es ist relativ egal, Adam sollte gegen alles ganz gut was machen können. So, und da ich denke, er wird entweder jetzt Cavalanzas reinschicken oder Tangolos. Und ich gehe einfach auf Toxin. Wenn er drinne bleibt, wird er halt vergiftet, das ist gut für mich. Wenn er Tangolos reinschickt, wird es vergiftet, das ist gut für mich. Und das andere kann nicht vergiftet werden, aber okay. Damit kann ich leben. Okay, er schickt Spaghetti rein. Lässt sich quasi dann freiwillig vergiften. Mehr oder weniger freiwillig zumindest. So, da ich nicht wahnsinnig genug bin, um gegen ein Pflanzen-Pokémon drinnen zu bleiben. Werde ich jetzt in. Wechsel ich in Poltergeist? Ich meine, ich könnte in Poltergeist wechseln und ihn tricken. Oder ich gehe auf Adam und. Adam? Nicht Adam. Peaches, mein Razaf, und gehe einfach auf Nahkampf. Er geht auf die Matschbombe, okay. Die überraschend viel Schaden macht. Reicht ein Nahkampf aus? Ich habe halt auch echt keine Ahnung, was für ein Moveset der spielt, aber ich gehe einfach mal von Max Defense aus. Prime Ape. Mit einem Choice Scarf. Macht mit einem Close Combat 30%.
Dann ist mir das zu risky. Dann gehe ich auf die Kehrtwende. Ich spiele wieder Death Punk rein. Okay, der Kampf zieht sich noch ein bisschen, ganz offensichtlich. Sollten wir nochmal in die Situation kommen, werde ich einfach auf den Nahkampf gehen. Denn dann hätte ich ihn gerade sweepen können, glaube ich. Er spielt auch so ein ekliges defensives Kackvieh, ne? Das ist furchtbar. So, wir gehen jetzt auf Trickbetrug. Ja, tun wir. Der Mogel hiebt uns. Denn was auch immer er reinschickt. Wir bekommen die Offensivweste. Das ist sogar ziemlich cool. Auch wenn wir... Oh, ich wollte gerade sagen, wenn wir den Angriff jetzt nicht über... Ah, easy, easy. Ja, Voltwechsel. Warum sollte ich hier auf was anderes gehen als Voltwechsel? Er schickt höchstwahrscheinlich Spaghetti rein. Sein Team ist so widerlich, Storly. Es ist unglaublich. Go, Elizabeth. Flammenwurf. Überlegt er. Mach ich Mindgames? Mach ich Mindgames? Mach ich keine Mindgames? Das Problem ist halt, dass ich sein Team langsam aber sicher kaputt mache. Gerade das Ding ist spätestens jetzt sowieso useless. Okay, zugegeben, der Flammenwurf-Burn ist schon asozial, aber dann geht das Match wenigstens schnell rum. So, und die schicke ich jetzt rein, um einmal zu stallen. Denn es kann sein, dass er jetzt auf einen... Er geht entweder auf einen Drain-Punch oder auf einen Mogel-Hieb. Und... oder auf einen Abschlag. Okay. Hat er sich seine Offensivweste quasi wiedergeholt. Und überlebt das. Game, why you do this? Komm, Kehrtwende. Manchmal denkt man sich auch so, will er in das Spiel nur trollen. Gut, andererseits habe ich auch mit einem KP überlebt. Also, ihr wisst, mit Hashtag einem KP. So, aber jetzt ist es relativ egal, was ich reinschicke. Ich war gerade nur kurz überlegen, auch wenn es relativ egal ist. Ich muss trotzdem meine Entscheidung überdenken. Denn es könnte sein, dass er Gigasauger hat, aber... Er muss schon Abschlag-Gigasauger benutzen, um wirklich was machen zu können. Er wird auf jeden Fall eine Pflanzenattacke haben. Wenn nicht, mache ich mir Gedanken um ihn. Und zwei Flammenwürfe reichen auf jeden Fall aus, um ihn zu killen. Und das heißt, wenn ich schneller bin, er ist schneller. Aber... Flammenwurf und das Toxin... reichen aus, um ihn zu killen. Außer er kriegt jetzt einen Crit mit dem Gigasauger. Nein, okay.
Man weiß ja nie. Aber ich glaube, Flammenwurf plus Toxin-Damage jetzt. Ja. Okay, und dann sollte jetzt ein Flammenwurf auch ausreichen, um Cavalanzas rauszunehmen. Holy shit. Das Match ging noch weit länger, als es gesollt hätte. Aber Piandragi hat gute Arbeit gemacht. Piandragi, da war der First Turn Sword Stance echt nicht schlecht. So, das solltest du nicht überleben. Nein, das sollte es nicht. Aber GG, war ein gutes Match. Piandragi, saubere Arbeit, saubere Arbeit. Freut mich. Denn es ist eins der Pokémon, mit denen ich eigentlich überhaupt nicht umgehen kann. Obwohl ich mir gedacht habe, irgendwann macht es schon mal was. Gut, dann würde ich aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.